Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Manfred Hausmann. Das Schneckenhaus. Eben noch meinte der Mann, es sähe fahlgelb aus, aber nun erkennt er, dass es in Wahrheit ein Wunder von goldenem Licht und gläserner, perlmutterfarbener Trübung ist. Und diese Spirale, wie unsagbar leicht und genau sie sich aus dem Mittelpunkt nach außen dreht, gleich einer unwirklichen mathematischen Kurve. Quer zu ihr laufen kleine, gebogene Rillen, eine unmittelbar neben der anderen. Insgesamt bilden sie ein von innen nach außen breiter werdendes Wellenband. Dort, wo die Spirale beginnt, in der Mitte, sind graublaue und silberne Flecken in das Band eingesprengt, die, wenn der Einfall des Lichtes sich nur um eine Kleinigkeit ändert, ihren Schimmer wechseln wie Opale. Weiter am Rand besteht das Gehäuse gleichsam aus Antikglas, das den von drinnen herausdämmernden Goldglanz in ein unregelmäßiges, feuchtes Funkeln auflöst. Jeweils am Grunde einer Querrille ist das Funkeln und Leuchten besonders stark.